Oh mein Gott, ich habe eine Krise überall. Ich habe eine Krise. Mach einfach. Es kommt ein Auto. Oh, mein Arsch macht so weh von diesen Kissen. Du und jetzt nicht mehr den Knopf bedienen. Kann er sich endlich verbissen? Hey zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist ein bisschen spontanes Video, weil ich mich so aufgeregt habe. Ich habe extra ein Video geplant. Und zwar bin ich mit meiner Kollegin auf Zürich gegangen. Und wir haben dort zusammen den Flashmob gemacht und auch mit unserer Schwester und so. Und etwas habe ich vergessen, und zwar Musik. Beziehungsweise ich habe alles dabei gehabt, alles schon geschnitten. Und heute ist mir aufgefallen, dass ich Musik eigentlich gar nicht benutzen darf, weil von der Richtlinie von YouTube heisst ja, dass man keine Musik benutzen darf, die jetzt von den Charts ist oder halt einfach bekannt. Und jetzt habe ich eine kleine Planänderung machen. Und jetzt mache ich einfach ganz spontan das Q&A-Video und morgen wird das dann schon hochgeladen, das heisst, heute ist Samstag. Aber ich hoffe gleich, dass, ja, dass es jetzt klappt, auch wenn es ein bisschen spontan ist. Und ja, ich kann das Video jetzt schon posten von dem Tanzen. Das Problem ist halt einfach, dass es dann eine andere Musik wäre, also, als sie eigentlich ist. Ich kann sonst mal da oben eine Abstimmung machen, ob ich das Video gleich poste. Einfach mit einer anderen Musik. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie das wirkt. Oder ob ich es halt einfach sein lasse und ein anderes Video mache. Und darum habe ich jetzt gedacht, damit es nicht so langweilig wird, dass ich es jetzt einfach draußen mache. Und es kommen immer Autos und es tut mir voll leid. Und ich schaue jetzt einfach, dass ich. Ja, genau, danke. Dass ich jetzt möglichst keine Autos rein tue. Und wenn schon, dann tut es mir leid. Ich hoffe, ich verstehe mich trotzdem. Und jetzt habe ich meine Schwester dazu arrangiert, dass sie die Fragen vorliest, die ihr in die Kommentare gestellt habt. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Die erste Frage ist, kannst du mal mit dem Sedi ein Video machen? ja, das kann ich. Für die, die es nicht wissen, der Sedi ist mein Bruder. Und ich habe eigentlich auch schon ein Video geplant. Und zwar mit meiner Schwester und meinem Bruder. Und zwar wollte ich machen, wer mich quasi besser kennt. Also ich stelle Fragen. Und der, der zuerst richtig antwortet, der hat dann einen Punkt und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr checkt es. Und ich kann ja mal da oben abstimmen, ob ihr das eine coole Idee würdet finden. Genau. Kannst du mal auf meine Videos reagieren? Von wem? Von Fabio. Ja, also der Fabio ist mit meiner Schwester in der Klasse und darum weiss ich jetzt nicht so genau, was sagen. Also ja, ich denke jetzt mal, auf meinem Channel ist es nicht wirklich so, dass ich auf Videos reagiere, darum muss ich dich leider enttäuschen. Ich kann sonst da unten den YouTube-Kanal von ihm verlinken, also ja, da. Da könnt ihr mal reinschauen. Hast du einen zweiten Vornamen? Ja, ich habe einen zweiten Vornamen und zwar, also ja, keine Ahnung wieso eigentlich, aber ja. Mein zweiter Vorname ist Vivian. Was sind deine grössten Träume und Wünsche fürs Leben? Ich habe gar nicht wirklich Träume oder Wünsche oder so. Ah, wieso? Ja, das wäre ein Wunsch, dass sie mal nicht leben. Also so nur noch 15 Wünsche, also dass ich eine Familie habe, dass ich meinen Abschluss schaffe, dass ich Grossmutter werde. Also das ist gar nicht unbedingt ein speziell grosser Wunsch eigentlich. Ja. Hast du lieber Schoki oder Zitronenkuchen? Keine Frage. Schokikuchen. Also, ich kann Zitronen schon. Schokikuchen. Schoki oder Zitronenkuchen? Ja? Das ist Schokikuchen. Ja? Hä? Irgendwas steht ja. Hast du lieber Schoki? Ja, ich finde Schokikuchen halt schon feiner als Zitronenkuchen, weil. Keine Ahnung, das ist viel geiler. Zitrone ist so sauer. Nein, Zitronen sind nicht sauer, oder? Doch. Also ich Zitronen sind doch Saft drin hat. Bist noch Jungfrau? Oh, ihr kleiner Schlingel. Das war wieder mal so eine typische Frage. So eine Nummer 15 Frage. Und ich könnte jetzt natürlich wieder sagen, nein, das ist viel zu peinlich privat. Nein, das sage ich jetzt nicht. Aber nein, ich sage es jetzt gleich. Ich bin noch Jungfrau und ich bin 16, das weiss ich. Und ja, es gibt viele Leute in meinem Alter, die es nicht mehr sind, aber das ist eigentlich kein Problem, weil ich finde einfach, es kommt auf die Einstellung darauf an, ja, halt, ob es die passende Situation ist, ob man parat ist und all diese Sachen. Und ja.
Willst du lieber ein Ohrenläppchen weniger oder für immer im Wald wohnen? Oh mein Gott, was ist das für eine Frage? Okay, also mit einem Ohrenläppchen weniger könnte ich mehr leben als in einem Wald, weil das ist nicht so langweilig und es ist kalt im Winter. Nein, ich tue mein Ohrenläppchen abschneiden, dafür muss ich nicht im Wald wohnen, weil ich habe eigentlich grundsätzlich viel Angst im Wald, vor allem im Dunkeln. Hast du schon mal gekifft? Nein, ich habe noch nie gekifft und ich habe noch nicht geraucht und ich wette auch nie, weil keine Ahnung, ich finde es unnötig und es stinkt und es ist teuer und es schädigt den Körper und darum bin ich eigentlich dagegen und wird auch nie. Und ja. Was ist das schlimmste Alkoholerlebnis? ich komme jetzt eigentlich gar keinen speziellen Sinn, weil ich bin eigentlich eh der Mensch, dass man mir ziemlich wenig Alkohol muss geben und ich werde schon recht schnell angetrunken und besoffen und das wissen auch viele Kollegen von mir und das Gute ist, dass mir auch schnell mal etwas gezahlt wird, weil die wissen dann eh, dass ich nur ab einem Glas dann schon weg bin und darum zahlen sie mir schneller etwas. Wenn du 300 Kalorien pro Tag isst, würdest du dann immer noch abnehmen? 300 Kalorien sind ja eigentlich ziemlich wenig. Das heisst, ich würde dann sonst schon abnehmen, wieso würde ich dann noch mehr abnehmen? Das heisst, nein, ich würde voll reinbiegen. Weil ich ja dann quasi dünn würde. Was? Ja, ich würde es einfach so lauter meinen. Die letzte Frage ist, hast du eigentlich vor, so richtig mit YouTube durchzustarten oder bleibt es sein Hobby? Ich würde jetzt nicht sagen, dass man mit YouTube in der Schweiz, auf Schweizerdeutsch, wirklich kann so richtig durchstarten, weil ich keine Ahnung, es gibt ja nicht so richtig berühmte YouTuber, jetzt, Schweizer YouTuber. Und darum habe ich jetzt das auch nicht wirklich als Ziel, weil ich sehe es jetzt momentan einfach voll als Hobby. Weil Schneiden, Filmen und all das ist ja eigentlich ein Teil von meinem Hobby. Und darum sehe ich es jetzt auch noch weiterhin als Hobby. Und ja. Also natürlich freue ich mich über jeden Abonnent, jedes Like, jeden Kommentar. Und ja. Ich könnte mir übrigens auch in diesem Video ein Like geben. So, das war es jetzt mit meinem Video. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr jederzeit in die Kommentare schreiben. Dann mache ich vielleicht sogar einen zweiten Teil. Weil jetzt sind es eigentlich noch nicht mal so viele Fragen gewesen. Und ich bin eigentlich für jede Frage offen, ob es um YouTube geht oder ob es um mein privates Leben geht oder ich weiß auch nicht was. Schreibt einfach mal weitere Fragen in die Kommentare, wenn euch gerade eine in den Sinn kommt. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder, am 14.00. Genau. Ja. Tschüss. Tschüss.